So, gut, mein Name ist Stefan Ulrich, ich bin Informatiker und wie man hier merkt, auch Magisterphilosoph, das heißt manchmal mit der Technik auf dem Kriegsfuß. Ich arbeite zurzeit im Weizenbaum-Institut für die vernetzte Gesellschaft, das ist das deutsche Internetinstitut. Und da die Technik mich vollends im Stich lässt, ist das nicht so schlimm, dass wir hier sehr viel auf Unplugged gesetzt haben. Vielleicht habt ihr euch schon gefragt, worum es sich bei diesem ADDM-Spiel handelt. Ihr habt vielleicht irgendwo das Logo gesehen, der Automatisierungs-Demystifizierungs-Diskursmaschine. Denn was wir uns vorgenommen haben, war tatsächlich, wie kann man so komplexe, große Themen wie zum Beispiel Automatisierung und Clickworking, Content Recognition und Machine Learning beibringen. Also wie kann man die vermitteln, um was es sich eigentlich damit handelt. Und das haben wir in Form eines Spiels getan. Dieses Spiel, also wenn ihr hier rausgeht, oben im ersten OG zwischen Audimax und Bash findet sich der Begrüßungsstand, da gibt es einen Flyer und ihr konntet an vier Minispielen teilnehmen. Und ich möchte nur ein Spiel rausgreifen, zu das jetzt der Zwischenstand ist, und zwar ein Machine Learning Spiel. Morgen, das ist eine Veranstaltungsankündigung, also morgen zur Mittagszeit, also auch für diejenigen, die noch zu Hause sind und den Livestream verfolgen und gerne morgen an die TU vorbeikommen möchten, im Lichthof im ersten OG, werden wir gegen eine Maschine Tic-Tac-Toe spielen. Das Besondere, die Maschine besteht aus Streichholzschachteln, die gefüllt sind mit Bügelperlen. Das heißt, die ganze Logik des Machine Learnings wird nur mit Streichholzschachteln und Bügelperlen geschehen. Ich bin etwas irritiert von der Technik. Also ganz unplugged wird diese Maschine lernen. Je öfter sie gegen euch spielt, desto besser wird die Maschine lernen, weil wir sie belohnen oder bestrafen. Und damit wollen wir auch ins Gespräch kommen, was es eigentlich mit diesem Machine Learning auf sich hat mit AI. Es gibt noch andere Spiele. Wir haben ein Content Moderation Spiel, wo ihr solltet kleine subtile Änderungen an Texten vornehmen. Und das Besondere war, es wird euch vielleicht aufgefallen sein, diese Texte waren Zitate von Clickworkern, die genau repetitive Aufgaben erledigen. Das ist nämlich die versteckte Armee hinter der gegenwärtigen künstlichen Intelligenz sind Menschen. Warum die gerade so einen riesen Hype erlebt ist, weil es so dolle nachjustiert wird. Das werden die low-hanging fruits, wie man so schön sagt, also die einfachen Ergebnisse werden präsentiert. Die dicken Bretter bohrt gerade nicht die KI, das sind wiederum Menschen, die das tun und die dann immer nachjustieren müssen. Und wir wollten mal sozusagen die Blackbox ein wenig öffnen. Das machen wir in Spielform. Also wann immer ihr Leute seht, die hier sowas, so ein gelben Aufkleber haben mit Namen und irgendeiner fiktiven Beschreibung, kommt ins Gespräch, sprecht sie an, spielt dieses Spiel, hier liegen auch noch Flyer herum und ja, da ich gerne noch ein bisschen von meiner Zeit für Fragen, vielleicht auch, ich bin ja auch hier als Vertreter des deutschen Internetinstituts, würde ich natürlich auch Fragen gerne da entgegennehmen, denn wir sind ein ganz neues Institut, uns gibt es erst seit einem Jahr. Die Bundesregierung, das Bundesministerium für Bildung und Forschung hat erkannt, dass es dieses Internet gibt und dass es Auswirkungen auf die Gesellschaft hat. Deshalb heißt unser Institut auch das Weizenbaum-Institut für die vernetzte Gesellschaft. Wir sind organisiert in 20 Gruppen und spielen eigentlich ein bisschen Buzzword-Bingo. Wir haben Gruppen, die sich mit Blockchain beschäftigen. Wir haben Gruppen, ich bin selbst in der Verantwortung und das Internet of Things-Gruppe. Und unsere schwierigste Aufgabe ist eigentlich zu erklären, was sich hinter diesen leeren Begriffen eigentlich verbirgt. Denn es gibt sehr spannende Forschungsfragen, besonders die Zuschreibung an die Technik, die immer wieder ein Problem darstellt, seitdem es eigentlich Technik gibt, ist, was interpretieren wir eigentlich in sie hinein? Ja, und wir sind jetzt da, wir sind 120 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, ziemlich genau Hälfte, genau 60 Mitarbeiterinnen, 60 Mitarbeiter auf allen Ebenen und ja, wir stehen für den Diskurs bereit und ein erster Anstoß sollte dieses Spiel hier sein. Also wenn noch Fragen da sind, ich weiß nicht, ob Publikumsmikrofone da sind. Ich mache das. Ja, dann würde ich gerne nicht noch Fragen, so... Fragen, sondern das Mikrofon aussehen. So zwei, drei Fragen beantworten oder ein, zwei. Also alle Abkürzungen waren bekannt. Ne? Also ich musste kurz nachdenken. IoT ist das Internet of Things und Blockchain ist
Ich hätte eben eine Frage zu Blockchain. Inwiefern, in welchem Umfang befasst sich das Institut mit dieser Fragestellung, die eigentlich ich als schwerpunktmäßig in der nahen Zukunft sehen würde? Ja, absolut. Das ganze Institut ist auf Grundlagenfragen ausgerichtet. Das heißt, wir beschäftigen uns mit dem informationellen Vertrauen, also grundsätzlich der Frage des Vertrauens im Digitalen und Blockchain als eine mögliche Lösung oder Lösungsstrategie, wie wir eigentlich etwas Zwischenmenschliches wie Vertrauen versuchen zu maschinisieren. Und das ist, glaube ich, das Grundsätzliche, also unser Anspruch ist tatsächlich, ein ganzes Feld abzustecken, aber nicht jede einzelne Frage zu beantworten, sondern eher den Diskursrahmen zu setzen und zu sagen, da gibt es schon Forschung, da gibt es vielleicht auch schon, gab es schon Forschung, bevor es den Begriff vielleicht gab, und zur Frage des informationellen Vertrauens und ja, und Anknüpfungspunkte zu finden. Also ja, aber der Anspruch ist ein sehr, sehr grundlegender. Mich würde mal interessieren, ihr werdet dann ja auch immer wieder Vorschläge bekommen, was man Tolles mit Blockchain, IoT, Machine Learning machen kann. Ja. Wie ist das Verhältnis von, was ihr für sinnvoll erachtet, zu Schwachsinn? Oh, also intern, unsere Meetings sind immer sehr, 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 sehr lustig. Also beispielsweise denken wir, dass wir den, dadurch, dass wir komplett aus öffentlichen Mitteln gefördert sind, haben wir schon den Anspruch auch zu kommentieren. Jetzt ist zum Beispiel die Strategie der Bundesregierung zur künstlichen Intelligenz herausgekommen. Das heißt, wir haben uns diesen Text vorgenommen und haben auch Leute vom Digitalrat eingeladen. Wir haben von der Datenethikkommission Leute und Leute aus dem Weizsäcker-Institut sind auch in der Enquete-Kommission künstliche Intelligenz. Das heißt, wir versuchen konstruktiv zu kritisieren. Also na klar könnte man sagen, ja, und da ist ja gar keine Definition drin und sonst viel. Und das haben wir getan und jetzt ist nachgeliefert worden. Jetzt gibt es eine Definition. Jetzt kann man darüber streiten, ob die sinnvoll ist oder nicht. Aber das ist sozusagen unser Ansatz, Dinge aufs Tapet bringen und nicht zu sehr sagen, ach nee, darüber können wir eh nicht reden und auf dem Niveau schon gar nicht, sondern das ernst nehmen. Es sind bestimmte Begriffe gesetzt worden. Also ich zum Beispiel hatte am Anfang sehr große Probleme mit künstlicher Intelligenz, weil ich das immer nur mit Anführungsstrichen gesagt habe im Sinne von Josef Weizenbaum, bin aber versöhnt worden, weil es im US-amerikanischen Intelligence eine ganz andere Bedeutung hat, nämlich der Informationsaufbereitung und also auch da ein Lernprozess vom absolut alles kritisieren bis hin zum konstruktiven Kritisieren. Ja, ich denke, wir arbeiten dran, das aus den die leeren Begriffe mit Inhalt zu füllen, weil ich finde, wir können sie trotzdem verwenden, aber wir versuchen nicht bei diesem Spiel mitzumachen, nur die Begriffe um uns zu schmeißen, ohne zu sagen, was wir eigentlich damit meinen, also Klarheit reinzubringen. Ja, ihr seid natürlich wiederum herzlich eingeladen, das kritisch zu begleiten, ob wir diesem eigenen Anspruch gerecht werden. Okay. Eine letzte, wenn du dich noch meldest, aber dann ist gut, sagt der Körper. Ja, ich würde gerne noch mal kurz auf das Thema Nachhaltigkeit irgendwie zu sprechen kommen, weil das würde mich auch interessieren, inwiefern das Weizenbaum-Institut das irgendwie sich als Ziel gesetzt hat. Wir haben, was momentan ist, wir haben eine Wand an unserem Institut, da sind tatsächlich alle 17 Sustainable Development Goals aufgelistet und wir haben davor einen Tisch, wir haben die Projektzielbeschreibung der SDGs, der Sustainable Development Goals, genommen und haben die Adjektive, die da drin waren, zum Beispiel Resilient oder Sustainable oder Openness, Inclusiveness, also die Keywords genommen und haben die Forscherinnen und Forscher gebeten, sich zuzuordnen. Sie wird gerade gefüllt, also noch ist sie sehr leer, aber ich habe sie auch gerade erst aufgehängt im Vorfeld dieser Veranstaltung. Und der Sinn und Ziel ist tatsächlich, dass wir unsere Forschung damit verbinden. Also wie trägt deine Forschung eigentlich dazu bei und welches Ziel nimmst du dir eigentlich vor? Und dadurch kommen wir natürlich auch ins interdisziplinäre Gespräch. Also sie sind sehr plakativ und sehr direkt an einer Wand, nämlich genau neben der Küche. Also ein sehr prominenter Platz für alle Kaffeeabhängigen. So, Stefan, vielen Dank. Danke. Einen Applaus bitte nochmal.